Oh, okay. Guck mal, gar nicht rein. Ich dachte, oh nicht. Wo kommt die denn schon wieder her? Offenbar haben wir einen. Das Glück hatte ich wohl verlassen. Tego, bist du tot? Nein! Die Tierviren sind jetzt sicherer. Hä? Habe ich gerade platt gemacht? Wo kommen die denn schon wieder her? Okay. Was? Wo? Ich höre was. Okay, ist das da unten? Oder später irgendwie hinkommen, weil hier ist ja was, aber irgendwie. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, es wäre vielleicht so ein Hinterausgang, wenn man da durch die Höhlen gekommen wäre. Ich dachte jetzt auch, weil ja hieß, dass da so ein Troll. Da wäre das und darf deswegen reinkommt, aber anscheinend nicht. Wer sagt, dass sie Verbrechen nicht auszahlt? Ich schwimme förmlich in Galeonen. Okay, das sind normale Kröten, mit denen man nichts machen kann. Und dann wir weiter Wilderer. Niemand ausgeraubt oder ist das von denen hier? Und da wird mir ein Schmetterlingssymbol angezeigt. Ach, hier sind Schmetterlinge. Ach, wie schön. Ach, muss ich den folgen? Okay, dann folgen wir mal den Schmetterling. Und ich höre den Zug. Stand immer bei Sack. Wenn du irgendwo wie ein kleines verlorenes Lamm umherstreifst, hör auf meine Stimme. Ich weiß immer, wo ich bin. Verbind mir die Augen und ich bring dich trotzdem in Sicherheit. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Wollt ihr hin? Oh. Dankeschön. Welchen Schmetterling, das erinnerte mich jetzt so ein bisschen an Ron mit dem Spruch, ich will nicht den Spinnen folgen, ich will lieber den Schmetterling folgen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Abgesehen von Spinnen gibt es in Arrenshire nichts zu wildern. Ist die Mühe nicht. Hätten uns jetzt eigentlich auch anschleichen können, aber. Okay. Möchtest du lieber wieder runter? Ja. Haben wir die Eier jetzt eingesammelt? Da unten sind noch welche. Jetzt was runtergefallen? Nehmen wir die mit.
nichts. Jo, hier waren ja noch welche. Hoffe, du entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Ja! Hier ist er. Ja! Das ist du büß. Was willst du denn? Der erbärmliche Tonfringo! Hast uns ein Lösegeld gekostet. Wir haben diese Merlin-Frau. Du sollst schlüpfrig wie ein Das sieht man im Zentrum. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Tego! Accio! Du hast keinen Zentrum. Bist du das? Lässt du mich schweben? Wer sonst? Bist du das? So, jetzt sammeln wir die Sachen mal eben hier rein. Was ist das denn? Früchte? So. Da noch was drin. So, hier war noch eine. Irgendwo da. Okay, dachte, das wäre jetzt noch einer von den Bilderern. Aber es war nur ein Straßenköter. So, da ist noch ein Nest. Ich glaube, da runterspringen ist keine gute Idee. So, dann würde ich gerne nochmal die Prüfung gucken, was wir da machen müssen. Malvenblätter haben wir ja. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Da ist ein Mondstein drin. Hm, auch nicht. Muss der mit drauf? Nein, auch nicht. Das hat hier was mit zu tun. Na, erst davor stehen. Aber ich glaube, die werden anscheinend nichts mit der Prüfung zu tun haben. Hm. Nein, auch nicht. Da sind Mondsteine drin. Und haben die Lichter irgendwas damit zu bedeuten? Oder ist wieder irgendwas damit zu tun, dass wir noch keinen Zauber dafür haben? Wo jetzt... Ja, Rätsel ist irgendwie nicht so meine Stärke. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Aber vielleicht können wir das auch noch gar nicht machen, weil wir da keinen passenden Zauber da haben. Vielleicht sollten wir auch wieder so langsam nach Hogwarts zurückkehren. Da ist noch ein Nest. Aber ich würde mich trotzdem gerne nochmal in der Höhle umgucken. Ich hoffe, das bereuen wir nicht wieder.
Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Okay. Das war ja harmlos. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ist das richtig so? Oh, da oben ist auch ein Nest. Uah. Okay, da kommen wir anscheinend nicht so einfach hin. Ja, ist ja gut. Nun halt nicht. Nehmen wir es halt nicht mit. So. So, also wir haben Schienen. Das heißt, der Zug fährt hier lang. Wo sind wir denn jetzt genau? Oh, haben wir doch schon mal eine kleine Wanderung hier gemacht. Genau, da war der Tränkehändler. Straßenköterversteck. Was hatten wir hier nochmal? Berüchtigte Gegner. Also ich würde tatsächlich gerne nach Hogwarts zurückkehren. Weil es hat, glaube ich, nicht allzu... Hui, okay. Da sind ein paar Quests. Nicht so viel Sinn. Weil wir vielleicht einfach noch zu wenig Zauber und Pipapo haben und vor allem nicht genug leveln. Ich gucke mir gerade die Quests an, was hier ist. So, ich muss ja dann draufklicken, ne? Da sind sogar mehrere. Geheimes Lager am Schloss. Achso, das war mit der Schatzkarte. Zeige ich mir keinen an. Ach, jetzt werden mir die Koboldsteine angezeigt. Ja, ist jetzt die Frage, befinden die sich im Gebäude oder außerhalb? Das war ja das, wo ich eigentlich sinniert hatte drüber, dass wir einen Besen bräuchten. Den hier für Süßes und so. Achso, ja, das war ja. Ja, ja. So, also gehen wir erstmal nach Hopper zurück. Und schauen wir, was wir da vielleicht das eine oder andere erledigen. Beziehungsweise vielleicht doch da noch ein bisschen der Hauptquest folgen, damit wir vielleicht mehr Zauber lernen und vielleicht auch fliegen. Dann können wir später ja nochmal wieder erkunden, beziehungsweise vielleicht die Sachen nachholen, die wir jetzt nicht schaffen konnten.
Ach ja, ich würde auf jeden Fall das gerne noch mit der Schatzkarte nämlich genau machen. Denn ich habe einen Tipp bekommen. Bin ich auch dankbar drum. Also ich finde es wirklich schön von euch für die Tipps. Aber auch so, dass halt nicht gespoilert wird. Das finde ich sehr schön. Aber dann so kleine Anekdoten geben. Ja, ich renne jetzt hier eigentlich gerade schon wieder ziellos rum. Haha. Da hätte ich eigentlich mich auch direkt da zu dem... Ach, wo war das denn nochmal? An sich möchte ich eigentlich auch alle Flohflammen aktivieren. Warte, ich... Es gibt irgendwie noch Orte, die hat man irgendwie noch gar nicht gesehen. Das war jetzt von der Krankenflügel, wo wir hatten einmal schon mal versucht, dahin zu kommen. Aber irgendwie hat er uns dann immer doof rumgeführt. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich bin froh, dass er nicht noch anfängt zu singen. Gehen wir erstmal weg. Ich wollte gerade sagen. Ach, hier ist da so ein Schrank. Das heißt, hier muss wieder irgendwo ein Schlüssel sein, ne? Das ist natürlich immer die Frage, ist das oben oder unten? Soll wieder ein bisschen aufs Gehör achten. Wenn der so laut spielt, kann man auch nichts hören. Schnicks. War das er jetzt hier? Ja. Vielleicht suche ich jetzt auch gerade in der falschen Richtung. Vielleicht muss ich jetzt nach oben. Letztes Jahr hat so ein Mistkerl meine Cousine in eine Maus verwandelt. Sie kam ewig nicht unter dem Bett hervor. Ich würde mich zu Tode schämen. Schlimm ist, es ist so groß. Es ist viel zu groß. Also auf eine Weise natürlich schön, aber wenn man dann was sucht, ja, da kann man lang so. Da, warte, hinten. Hä? Warst du's? Habe ich ihn jetzt nicht gesehen? Gehört? War ich nicht nah genug dran? Tut mir eigentlich immer voll leid. Die machen eigentlich ganz süße Geräusche. Und natürlich denkt man auch, dass sie ja irgendwie auf eine Weise leben. Und dann da so drauf zu ballern, ist schon schade. So. Wo bin ich denn jetzt da? Jetzt würde ich gerne an die hier drankommen. So. Da muss ich drauf rauf.
Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Hat nicht immer Vorteile, wenn die wieder einen voll quatschen. Ach, das ist schon so eine Tür. Ich weiß immer noch nicht, was es mit denen auf sich hat. Ich habe aber irgendwie noch keine Erklärung dazu gefunden. Oh. Was ist das? Moment. Sind das... Habe ich das jetzt eingesammelt? Ja, ne? Moment, warte mal, was? Plus? Was? Fragezeichen? Plus? Drei Hydra? Ist das eine Hydra? Ja, ne? Plus zwei. Okay, ich habe jetzt einen Zettel gefunden mit diesem Tierchen. Ich muss mir den nochmal angucken. Nein, das war das Falsche. Nein, das wollte ich auch nicht. Mathematik. 0, 1, 2, 3, 4. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich verstehe. Oder? Ja, manche Sachen verstehe ich nicht, inwieweit das. Oder? 0, 1. Ja, okay, manche Sachen könnte ich jetzt verstehen, aber bei anderen Sachen weiß ich nicht. Also, der Demigeist ist, steht für eine 0, das Einhorn für eine 1, für das Horn. Ich kenne jetzt nicht mehr alle mit Namen. Für zwei Hörner, drei Köpfe, vier weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier wegen vier, das hat fünf Beine. Sechs, weiß ich nicht. Obwohl, ach, sind das die Hörnchen hier auch damit gemeint? Sieben, da kann ich jetzt auch nicht gerade erkennen, woran das ist. Ach, klar, acht Beine. Und das Ding hier hat auch neun Köpfe anscheinend. Aber ich, warte mal, ich... Also ich habe Fragezeichen. So, da ist einmal eins und da sind zwei. Und ich muss irgendwas jetzt einstellen. Warte mal, da ist ein Fragezeichen plus die Hydra plus zwei. Das jetzt richtig? Und das sind... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das sind Matheaufgaben. Oh Gott. Ich muss ja noch rechnen. Ja, nicht, dass das jetzt hier besonders schwer wäre.
Wo sind wir denn jetzt? Revelio. Unterrichtsraum Arithmetik. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen. Ah, okay. Wenn die alle Bücher festkleben, dann schreckt man sich ja ständig. Also, es handelt sich hierbei um Mathematikaufgaben sozusagen. Und man muss rechnen. So, was haben wir hier? Also, das Tier da links sind 5 und die Echse sollen 6 sein. Da haben wir 11. So, 15 müssen wir kommen. Also brauchen wir noch 4. So, und das war dieser Vogel. So. Das ist, glaube ich, der Demigeist. Hallo? Ich höre irgendwas. Muss ich gleich nochmal gucken. Wo war ich jetzt? Der Demigeist war, glaube ich, 0, ne? Genau. Also 0 und 13 sind 13. Und auf 8 kommen wir, brauchen wir 5. 5 war das komische Spinnentier da. Keine Ahnung, was das ist. Ach, das war das Geräusch. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Na, lass mich vorbei. So, was haben wir da? Wo sind da? Okay. Das sind wieder 11. 6. Warte, Echse, ne? So. Was hat das denn nochmal? Aber wir waren ja auch noch in der Reihenfolge, ne? Dann ist das 7 gewesen. Hä? Nee, Quatsch. Doch, 7. Hä? Ach, wo bin ich denn? Ja, doch, war richtig. Ich war irgendwie bei dem Demigeist, dass der die 1 ist. Die 0 existierte irgendwie gerade für mich nicht. So. Haben wir noch irgendwas? Revelio. Dann haben wir alles. Ja, cool. Dann wissen wir ja endlich, worum es geht. Dann können wir die Türen jetzt auch aufmachen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Akio! Es ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Du, die habe ich schon wieder vergessen. Muss ich jetzt meinen Zauber wieder wechseln? Ich bin so wie so ein getretener Hund, ey. Wo sind wir denn?
Okay. Ah, ist das das Wahrsagenzimmer? Da waren wir auch noch nicht. Oh, haben wir auch das Wahrsagen? Revelio! Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in Voraussicht wird in Voraussicht 14 Tagen sterben. Ist das Nettis Mutter? Könnte sein, ne? Also es sieht hier zumindest ein wenig gemütlicher aus, als finde ich, als das man später bei Professor Trelawney sieht. Modiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrerkollegium zu haben, und bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Matilda Weasley. Ach ja, da haben wir wieder so eine Danny Geist-Statue. Wo ich immer noch nicht weiß. Was wir mit denen machen müssen. Was stöhnst du so? Ja, wer hochklettern, muss auch wieder runterklettern. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. So. Was haben Sie jetzt vor? Es wird Nacht, Senorita. Und wir sind wieder... gefühlt bald wieder alleine hier, weil alle ins Bett gehen, aber komischerweise nie jemand im Schlafsaal ist. Hier. Hier gibt es Schriftrollen und Bücher und Sitzgelegenheiten und weiter nichts. Da kommt man auch nicht hin. Revelio. Waren wir schon mal? Nein. Das ist ein bisschen nervig, diese ständige... Nee, Quatsch. Die ständige Zauberwechselei. Lumos. Ein Raum mit Bildern und einer kleinen Treppe und einem Teppich.
Ich mag so komische Geräusche nicht, wenn es still ist. Das mag ich schon nicht in Real Life nicht. Aber im Spiel mag ich es auch nicht. So, was haben wir da? 13, 16. Ich habe diese böse Befürchtung, dass wir da ganz schnell wieder alles voll haben, weil für nichts Platz ist. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, also ich habe jetzt echt gedacht, dass die irgendwo draußen auf den Türmen versteckt worden sind, dass man halt einen Besen braucht, aber anscheinend nicht. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch einen und dann hätten wir es doch. Ich habe schon wieder einen Schlüssel. Unter uns. Es ist so schlimm hier, weil es ist alles so verwinkelt. Und dann will man irgendwo gucken und dann ist da der nächste Gang und dann guckt man da und dann ist da noch ein Gang. Und gleich da nochmal gucken. So, was haben wir hier? So, das ist Nummer 1. Wo ist der andere? Hä? Muss ich den anderen eingeben? Was war denn? Das war 2. So. Aber wo ist denn der andere? Das ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Das ist ja auch fies. So, was war das denn? 6.
Ne, Quatsch. Hier waren wir. Und dann haben wir den Schlüssel gehört und dann wollte ich jetzt einmal unten gucken. Klingt jetzt hier schon wieder weiter weg. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Sind wir denn jetzt hier? In der Küche. Rebellio. Wenn man die Birne auf diesem Stillleben einer Obstschale kitzelt, kichert sie und verwandelt sich in einen Türknauf, der den Eingang zur Küche von Hogwarts freigibt. Ja, auch schön. Ja, da gehen wir auch gleich gucken. Ich schaue mich hier noch mal schnell um. Hier schnicksch. Hufflepuff-Fässer. Um den Gemeinschaftsraum von Hufflepuff zu betreten, muss man an das richtige Fass klopfen. Zweites von unten, Mitte des Stapels, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Ein falsches Klopfen endet mit Zutrittsverbot und einer Essigdusche. Was? Warte mal. Zweites von unten. Mitte des Stapels. Aber kommen wir überhaupt in die anderen Gemeinschaftsräume? Nee, ne? Ich kann auch nichts. Hä? Bei den anderen kommt nichts und hier. Das spuckt mich an. Ja, vielleicht ist es auch wirklich gar nicht gedacht, dass man in die anderen Häuser reinkommt. Ich hoffe, sie haben sich die Füße gewaschen. Sich gerade in den Ohren gebohrt. Der weiß nicht, was er machen soll. Na, Leckerbissen. Köstlich. Revelio. Hier haben wir die Haustische. Das sieht nicht so ganz hygienisch aus. Revelio.
Lebensräume der Hauselfen. Die praktischen und kreativen Hauselfen von Hogwarts haben sich zwischen den Fässern in den Küchen von Hogwarts ein gemütliches, dorfähnliches Zuhause geschaffen. Natürlich kann man sich nicht anmaßen zu wissen, wie es in ihrem Inneren wirklich aussieht, denn Hauselfen haben eine ganz eigene, außergewöhnliche Magie. Ups, Entschuldigung. Also. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ja. War jetzt mal wieder auf was Schönes. So. Revelio. Das ist doch, dass ich da irgendwas gesehen habe. Hauselfen Rezeptbuch. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegte Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuffs Eigenkreationen enthalten. Ja, ich denke mal, es ist ein sehr dickes Buch. Ich höre diesen dämlichen Schlüssel hier. Wo ist er denn? Unten war er nicht. Wo hab ich ihn? Revelio. Ich wollte jetzt sicher nicht springen. Da bist du. Ich hab dich gesehen. Jetzt habe ich dich gesehen. Ist ja schön, dass das damit auch funktioniert. Revelio. Jetzt doch doof. Wo soll er hin? So, Moment, ich habe jetzt hier gestanden. Und da ist er. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich hier sein. Ach, Mann, ey. Ich hab keine Lust mehr. Revelio. Ah.
Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter. Guck jetzt später. Keine Lust auf so klein Viechzeug jetzt hier. So. Aufträge. Uns fehlt noch ein Koboldstein. So, dann würde ich nämlich dann das machen. Muss ich noch kurz überlegen, wo das war. Warte mal, das war doch. Okay, ich gehe jetzt einmal hier hin. Ich glaube, das war ja da in der Nähe. Ach, ich liebe Ladebildschirm. Dauert das bei euch eigentlich auch so lange oder kommt mir das nur so vor? Da liegt es einfach nur, wenn mein Rechner so langsam ist. Dann trinke ich mal eben einen Schluck. Genau, hier wollte ich hin. So, hier war das Rhinoceros. Und ich glaube, es war hier noch. Genau. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, die habe ich da ja schon. Ach, wieso mache ich jetzt die Karte auf? Ach, genau, hier war das. Nee. Denn ich wurde darauf hingewiesen, denn den hatten wir entdeckt, den Drachen an sich auch. Nur, was ich nicht registriert habe, war, dass diese Tür hier eingekreist war. Und da hatte mir einer den Tipp gegeben, dass ich doch da einmal rein sollte. Um den nächsten Hinweis zu finden. Da komme ich rein. Hm? Die Treppe sieht vielversprechend aus. Wohin? Da
Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Guck mal, da haben wir ja den dritten schon. Ich hab mir so schwer damit getan. Hä? Wo ist der Schlüssel jetzt? Ich hab doch. Muss man sich immer draufsetzen, gefühlt, oder was? Haben wir es jetzt? Angeblich hat Professor Hendel. Geschafft. Deinen anderen Artgenosse finde ich auch noch. Nervige Dinger, ey. So. Jetzt wollten wir uns darum kümmern. Revelio. Accio. Aha. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Was machen wir mit der Kiste jetzt? Levioso. Kann man der was machen? Genau, da kann man nicht durch. Das ist das Musikzimmer. Quark. Ach, das sind Frösche. Das wäre jetzt so ein Mikrofon. Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Gar nicht da. Also ich glaube, das mit den Knöpfen hier kriege ich wohl nie hin. Eigentlich wollte ich nach oben gehen gucken. Jetzt bin ich schon wieder, renne ich wieder ganz woanders hin. Revelio. Da unten ist noch ganz viel. Nein, ich gehe jetzt kurz nach oben, da die Treppe. Ich sag, es ist schlimm. Es ist groß, es ist verwinkelt und man rennt überall hin. Dann hat man wieder vergessen, wo man war. Da haben wir noch eine Kiste. Achso, die ist abgeschlossen. Was ist das? Ups. Warum ist hier unten?
Ich glaube, das sollte nicht passieren. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass wir das brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Glocke gelandet ist. Aber vielleicht habe ich ja Glück und die spawnt wieder an derselben Stelle und ist jetzt nicht komplett nach unten durchgefallen. Okay, kommen wir nach draußen. Ach ja, da war mal was. Wo sind die denn jetzt? Ich möchte wieder zurück, bitte. Feengrüner Hexenhut. Ich gucke jetzt mal, wo die Glocke abgeblieben ist. Mir schwant Böses. Oh Gott, wo ist er hin? Ja, stimmt. Da konnte ich nicht dran. Wo bist du? Oh jo. Ach, so ein Mist. Ja, mal schauen. Nur so später brauchen wir es ja, wo sie liegt. Moment, sind wir jetzt da, wo wir angefangen haben? Ja, ne? Jo. Ja. Ich wollte jetzt mal eben. Ach ja, stimmt, wir müssen ja dann dem Typen ja Bescheid sagen. Wo müssen wir denn hin? Das war jetzt richtig. Ich muss übrigens gleich mal, oder ich guck mal eben schnell, wie lange ich eigentlich schon aufnehme. Das geht noch. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, einer fehlt noch. Und das Schlimme ist immer, das ist dann immer das Schlimmste. So, ich wollte jetzt eigentlich zu dem Typen. Bin ich jetzt völlig falsch, kann es sein? Ja, warum auch nicht? Aha.